Der Impuls steigt, nicht zeugt von einer bärischen Divergenz. Das Gesamtbild sieht recht gut aus, vielleicht sogar viel zu gut. Hallo Bruno, ich begrüße Sie bei uns im Studio. Hallo Jessica. Das letzte Mal hatten wir uns vor 2 Wochen unterhalten. Wie lange wird der Aufwärtstrend des Aktienmarktes noch anhalten? Sehen wir uns die Entwicklungsmärkte mal näher an. Die Produktivität dieser Märkte ist hervorragend. Die Ziele, die erreicht wurden, sind höher als die Märzwerte und nicht zeugt von einer Abschwächung. Die Linie zur relativen Stärke steigt bezüglich des Index S&P 500. Darüber hinaus steigt die Linie zur relativen Stärke auch bezüglich der Entwicklungsmärkte. Eine davon ist China. Der impulsive Indikator steigt, alles sieht wirklich sehr gut aus. Und nun zu Indien. Die Situation in Indien sieht etwas anders aus. Trump hat diesen Markt etwas aufgerüttelt. Hier wurde ein solider Rückprall fixiert. Und auch beim Indikator zur relativen Stärke. Auch hier sieht das Bild aber gar nicht mal so schlecht aus. Brasilien wurde von Trump genauso aufgerüttelt. Die allgemeine politische Situation ist sehr angespannt, teilweise aufgrund des Impeachment-Verfahrens. Aus diesem Grund ist die Linie gesunken, und zwar vom oberen Grenzwert bis zum unteren Grenzwert. Also bis auf das Niveau, das zu Jahresbeginn fixiert wurde. Dieser Abprall war jedoch nicht so stark. Und nun zum amerikanischen Eigenkapitalsektor. Ist die Produktivität des technologischen Sektors immer noch so stark? 6 Tage nachdem der Markt aufgrund von Trump abgestiegen ist, wurde ein Wiederanstieg fixiert, und zwar bis auf neue Höchstwerte. Die Linie zur relativen Stärke hat ebenso neue Maximalwerte erreicht. Der Impuls steigt, nicht zeugt von einer bärischen Divergenz. Das Gesamtbild sieht recht gut aus, vielleicht sogar viel zu gut. Wo liegt das momentan größte Problem? Während im Bereich des technologischen Sektors neue Maximalwerte fixiert werden, zeugt der Markt der kleinen und mittleren Kapitalisierung von einem Abstieg. Hier sehen wir den Abstieg der Aktien zur kleinen Kapitalisierung, und hier befinden sich die Aktien zur mittleren Kapitalisierung. Das Einzige, was den Markt aufrecht erhält, sind die Aktien zur soliden Marktkapitalisierung. Das ist ein eindeutiges Warnsignal. Und wie sieht es mit der Rotation der amerikanischen Märkte aus? Ist dies eine Unterstützung für alle Bullen? Wenn wir über den amerikanischen Markt sprechen, dann sprechen wir immer über das Verhältnis zwischen dem diskretionären Sektor und dem Massenkonsumsektor. Das ist die schwarze Linie hier. Im April wurde ein starker Anstieg beobachtet. Danach folgte wieder ein Rückprall. Ich denke nicht, dass wir in der nahen Zukunft einen Wiederanstieg sehen werden. Der momentane Bereich ist ziemlich eingeschränkt. Die grüne sinkende Linie spiegelt die Bewegung des 10-jährigen Zinssatzes wider. Aus diesem Grund sind die Investoren heute eher risikoscheu und wechseln zum Anleihemarkt über. Und nun zum Index S&P 500. Welche Risiken sehen Sie hier? Zuallererst möchte ich 2 Sektoren ansprechen, die nicht mithalten können. Hier sehen wir den Finanzsektor und die lange absteigende Trendlinie, die nicht durchbrochen werden konnte. Im Mai wurden 2 vergebliche Versuche gestartet. Der Energiesektor ist der 2. Sektor, der nicht mithalten kann. Hier sehen wir den Abwärtstrend. Es wurden neue Minimalwerte fixiert. Diese 2 Sektoren könnten den Index S&P 500 unter Druck setzen. Bevor der Index aufgrund von Donald Trump abgestiegen ist, befand er sich bei 24,05. Die Wolke diente damals als sein Supportbereich, der dann auch durchbrochen wurde. Etwas später wurden neue Maximalwerte und eine allgemeine Erholung fixiert. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir bis auf 23,80 sinken werden. Die Wochengrafik ist frei von jeglichen negativen Signalen. Die Trend-Support-Linie bleibt unangetastet und der impulsive Indikator steigt. Es gibt keine Divergenz. Im Falle eines Abstieges bis auf 24,00 oder sogar tiefer könnte diese Linie durchbrochen werden, was wiederum eine Divergenz auslösen würde, die uns bis auf 23,30 drücken könnte. Momentan zeugt jedoch nichts davon. Und wie steht es um den europäischen Markt? Kann man auch hier einen Anstieg beobachten? Eine Zeit lang befanden sich die europäischen Sektoren unter den Besten der Besten. Die Linie zur relativen Stärke ist damals gestiegen. Vor 2 Wochen hat sich das Blatt aber gewendet. Die Linie zur relativen Stärke sinkt. Heute befindet sich diese Linie unter der Abwärtstrendlinie.
Der Impuls lässt nach. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir bis auf 35,50 sinken werden. Ein eventueller Wiederanstieg würde nur sehr schwach sein. Eine Migration bis auf 24,00, den 20-wöchigen Durchschnittswert, ist durchaus möglich. Erzählen Sie etwas über den japanischen Index. Hier sehen wir ein ähnliches Bild. Die psychologische Ebene liegt bei 20.000 und wurde nicht durchbrochen. Die orange Linie stellt den Wechselkurs des japanischen Yen dar. Sobald der Yen sinkt, steigt der Nikkei. Eine ähnliche Situation wurde im Oktober beobachtet. Momentan hat sich der Yen wieder etwas aufgerichtet. Die Bewegung scheint eine Pause eingelegt zu haben. Der Impuls beider Märkte steigt nicht mehr. Ich denke, dass genau diese Märkte in den nächsten Tagen ausschlaggebend sein werden. Hier sehe ich einige Risiken. Kind of making a pause, and therefore we have to be a little bit worried for the coming 10 days. Fantastic. Bruno, ich bedanke mich für das Interview. Thank you so much for coming in today and sharing your insights. You're welcome. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran.